Aiden Tanelli, Sie waren bis vor kurzem noch Trainer bei Oberliga-Club Vorwärts Wacker Billstedt. Vor kurzem haben Sie sich jetzt getrennt. Wie kam es zu dieser Trennung? Anhand der sportlichen Situation und anhand, dass wir erst ein Gespräch hatten bis dato, bin ich zur sportlichen Leitung, zum Vorstand gegangen und diesbezüglich gab es am Montag ein Gespräch. Man ist da nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und ich habe somit der sportlichen Leitung dem Vorstand dann praktisch angeboten, meinen Rücktritt. Man ist mir diesbezüglich entgegengekommen und somit haben wir uns voneinander getrennt, einvernehmlich. Zu Saisonbeginn sind ja die ganzen Aufstiegsspieler, zumindest viele von denen, haben den Verein verlassen. Wie schwer war es dann damit, in die Saison zu gehen und die ganze Saison damit zu bestreiten? Das war schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für uns Verantwortlichen. Das wussten wir von Anfang an und trotzdem haben wir uns getraut, diese Aufgabe anzunehmen. Und es sind wirklich nur 3 Spieler geblieben von dem bisherigen Kader vom letzten Jahr. Und somit haben wir eine komplett neue Mannschaft aufgebaut. Wir haben versucht, was Neues zu kreieren. Es ist uns am Anfang der Saison ziemlich gut gelungen. Wir haben unsere Punkte geholt. Da war natürlich die Euphorie dabei. Die Jungs haben das wirklich bis dato auch großartig gemacht. Dass irgendwann der Bruch kommen wird, das war uns auch allen bewusst. Es geht aber danach, wenn dieser Bruch kommt, auch so schnell wie möglich das aufzufangen. Das haben wir leider nicht so hingekriegt, wie wir uns das erwünscht hätten. Und ja, und das ging immer weiter. Und das, was auch ein bisschen wehgetan hat, aber so ist Fußball. Und das war uns auch bewusst, diese Situation. Und diesbezüglich kam dann auch dieses Gespräch von meiner Seite aus. Sie waren ja auch selbst 10 Jahre Spieler bei Vorwärts Wacker. Wie schwer fällt es Ihnen dann gerade, diesen Verein zu verlassen? Ja, zu Vorwärts Wacker hatte ich schon lange eine Bindung gehabt, das stimmt schon. Und ich bin nicht nach Wacker gegangen, dass es jetzt zu Ende geht, sondern es sollte was Langfristiges sein. Wir sind uns leider nicht einig geworden. Und noch einmal, ich danke Vorwärts Wacker, dass Sie mir auch entgegengekommen sind mit meinem Rücktritt. Und somit gehen wir ab sofort getrennte Wege. Wir können uns jeweils in die Augen schauen und alles ist in Ordnung. Mit den Jungs genauso. Und diesbezüglich habe ich auch die Jungs nochmal informiert am Dienstag, wie die Situation ist, weshalb, warum. Auch da gibt es keine Disharmonie, sondern auch da konnten sich die Jungs oder mich verstehen. Und ja, ich wünsche Vorwärts Wacker alles Gute. Ich wünsche den Jungs alles Gute. Es sind wirklich feine Kerls. Und sie werden ihren Weg einschlagen. Und ich hoffe, es gibt es nochmal mit dem Rücktritt jetzt von meiner Seite aus ein heller Wach, sodass sie nochmal aufwachen können und wirklich nochmal die Liga so rocken, dass sie es vielleicht noch schaffen können. Dann einmal zu Ihrer persönlichen Zukunft. Wo sehen Sie sich in nächster Zeit? Sehen wir Sie vielleicht direkt bei einem neuen Verein an der Seitenlinie stehen? Also das war schon wirklich hartes Brot und kräfteraubend. Und ich denke, jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen ist nicht schlecht. Natürlich, wenn Angebote kommen werden, werde ich sie mir anhören. Ich bin jetzt nicht da, dass ich jetzt da alle die Türen zuschlagen werde. Aber erstmal zu mir kommen, zur Ruhe kommen und ein bisschen abschalten und mal darüber nachdenken. Und das wird jetzt auch erstmal wichtig sein von meiner Seite aus. Ja, Aiden Tanelli, herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg für Ihre persönliche Zukunft. Ich bedanke mich ganz herzlich.